Hi. Na, wenn das nicht mein alter Freund Michael ist, was? Schon irgendwas gefunden? Ich habe einen Ort entdeckt, an den nur Shadow Man gelangen können. Aber eine dunkle Seele habe ich noch nicht. Ich meine mich daran zu erinnern, wie einer deiner Vorgänger, Maxim St. James, ein Shadow Man von einigem Ansehen, mir erklärt hat, dass er vor einer Ewigkeit mal etwas Zeit übrig hatte. Damals hat er sich daran gemacht, einen sicheren Weg durch das Reich der Toten anzulegen. Pfade der Schatten, so hat er sie genannt. Das ist der Ort, den ich gefunden habe. Verdammt dunkel ist es dort. Und überall herrscht der Gestank der Verwesung. Ja, ja, das klingt nach St. James. Natürlich kann keiner mehr sagen, wo zur Hölle der Pfad jetzt hinführt, nachdem der verfluchte schwarze Turm ja alles aufgerissen hat, was? Ich muss zurück zum Pfad der Schatten und meine Suche nach den Govi fortsetzen. Und wenn du welche findest, nutze deine Schattenkräfte. Schieß mit deiner verdammten Kanone darauf, wenn du musst. Anders kommst du an die dunklen Seelen nicht dran. Weißt du was? Dieses eine Mal werde ich mich an deinen Rat halten. Du kannst dich immer auf mich verlassen, was? Immer ist eine zu lange Zeit, um sich auf irgendwen zu verlassen. Erst recht auf eine totenschädelköpfige Schlange. Ach, und Mikey? Ja? Ich hoffe, du findest auch wieder zurück. Hat der jetzt gerade den Spieler verspottet? Das hört sich gerade an, als würde den Spieler verspotten. Aber sowas von. Hoffentlich findest du zurück in diesem Labyrinth. Okay, ich kann scheinbar wohl die Herzen oder die Govi. Gefäße kann ich wohl kaputt machen mit meiner Knarre, scheinbar. Aber auch wohl nur hier, denke ich mir mal. Nicht in der Dingensbums-Welt, denke ich immer, in der normalen Welt. Oder in der Welt der Lebenden, sagen wir mal so. Wenn ich irgendwo ein Gefäß? Naja, da ist ein Gefäß, aber ich habe nicht das Item, um hier diesen Blutwasserfall hochzukommen. Okay, mal eben schön in der Wand drin. Ach, bin ich doof. Warte mal, Porten. Da ist so ein Govi-Gefäß. Das ist wahrscheinlich das erste Gefäß, was ich dann auch öffnen soll, wahrscheinlich. Zumindest gehe ich jetzt mal davon aus. Und das hier sagt mir wahrscheinlich, wie viele von diesen Govi-Dingern ich wahrscheinlich benötige. Ah. Ah? Ja, hey, haben wir diese lila-tentakelige Wurmdinger-Pampe. Die Macht der dunklen Seelen. Ich gebe mich ihr hin. Okay, cool. Super. Oh, was hat das denn jetzt gerade? Ich habe da irgendwas Goldenes eingesammelt. Ich bin der Herrscher über das Reich der Toten. Was ist der? Goldener Totenschädel? Sehe aber nicht, was ich dann da tun soll. Wahrscheinlich für irgendetwas, was ich momentan nicht habe. Dafür brauche ich zwei. Also ich muss jetzt eine weitere suchen oder muss ich jetzt zwei finden? Was? Wie? Ach, der da unten hat mich angekotzt. Sag mal. What? Hä? Oh, ich kann jetzt meine Waffe aufladen. Okay, Mega Man-Style-mäßig kann ich meine Waffe aufladen. Und ich sehe da rechts bei dieser Anzeige, da ist... Ich mach mal erstmal den hier platt. Ich kann da erkennen, dass da irgendwas Grünes oder Türkises in diesem mittleren Ring sich auflädt.
Nicht mittleren. Doch, mittleren. In dem inneren Ring. Nee, innerer Ring. Mittlere ist der, der danach kommt. Genau. Ja, das geht ja schlecht auf jetzt. Ich weiß aber nicht, wie weit diese komischen Goldschädel sind. Oh, Herz. Okay. Verlorene Seelen schweifen durch die Markttore für eine Ewigkeit des Wartens. Diese grenzenlose Vorhölle, dies wüste Land, diese ungezähmte, widernatürliche Nachgeburt, die ich befehlige, Kraft meiner ewigen Dunkelheit. Welche unsäglichen Geheimnisse werden gewispert auf dem Pfad der Schatten? Welche rot geränderten Wahrheiten, die trostlos sich erheben über den verfluchten Horizont. Todesflügel, Duppi, Zombie-Mutter, dieser Voodoo-Herrscher wird sie alle überdauern. Die Tipps sind übrigens falsch. Da stand gerade gedreckt und nicht gedrückt. Ich glaube, Ä und Ü. Doch Ä und Ü sind wahrscheinlich hier falsch, wa? Und was ist Duppi? Todesflügel hört sich gefährlich an, Zombie-Mutter eventuell auch, aber Duppi? Er ist Duppi. Meint er gerade Dobby von Harry Potter? Oder wen? Okay, hier bin ich in diesem Areal. Ich schätze mal, ich bekomme hier wohl ein Item, damit ich hier wohl die Wasserfälle hoch... kann, denke ich mir mal, weil hier so viele sind. Schrei nicht so, Mittagspause. Ist der Weg nach unten? Ja, mehr oder weniger. Job, der Knall, die kann ich aufladen. Macht die überhaupt mehr Schaden? Ach, da ist ja noch einer. Scheint mehr Schaden zu machen, okay. Kann ich da hoch? Ja, natürlich nicht. Oh. Wie viele braucht der denn? 6? Oh, okay. Ist hier irgendwas im Wasser? Irgendwelche komischen platten Dinger. Warte mal, hab ich... Ey, lass mich los! Brauche ich hier gar keine Luft? Scheinbar brauche ich hier unten gar keine Luft, okay. Im Reich der Toten braucht man keine Luft. Aber im Reich der Lebenden, da habe ich eine Luft... Nein, Quatsch. Lungenvolumen wie ein Wasserballon. Okay, ich geh mal lieber hier raus aus dem Wasser. Wenn ich nicht vorher sterbe. Nein, du sollst nicht abtauchen, geh da oben. Okay, keine Ahnung, wo mich das hinführt, aber... Da kann ich, glaube ich, nicht hin momentan, oder? Ah doch, vielleicht schon. Kann ich da rein? Oh. Ja, gut. Keine Ahnung, was ich hier mache. Schätze mal, das geht wohl nur von der anderen Seite. Ist das ein Aufzug? Eventuell.
Ach, sind diese Dinger Duppis oder was? Diese komischen Plattfische hier. Die sind ja mal nervig. Dieser Blutfall sieht irgendwie aus wie Rotwein. Kann ich mich hier umdrehen? Ah, kann ich, okay. Und das alles nur für ein Herz? Naja, oder zwei? Oder ist das so ein Dingensbums, wo ich mehr Gesundheit kriegen könnte, wenn ich 100 hätte? Nein. Kann ich da was machen mit? Nö. Scheinbar wohl nicht. Oh nee, nicht noch mehr von diesen dämlichen Dingern. Ich finde es auf jeden Fall verdammt angenehm, dass ich hier nicht atmen muss. Weiß der Geier warum, aber ist angenehm. Hi. Ich bin mir nicht sicher, ob wirklich meine Waffe stärker ist, wenn ich das mache, aber... Hat so ein bisschen den Anschein. Ah, das ist doch das eine Rad, wa? Ja, genau. Also doch nicht von der anderen Seite, sondern von hier oben. Ich finde das Spiel irgendwie echt cool. Ich meine, ich fand es auch damals schon cool. Ich hatte nur keinen Plan, wie ich das Spiel spielen soll. Damals hatte ich einfach nur ein Winzhirn gehabt. Verstand kein Englisch und war schon überfordert mit kleinsten Dingen scheinbar. Oh, jetzt kotzt mich doch schon wieder einer von irgendeiner Ecke an. Wer ist der? Ach du! Jetzt greifen die mich auf einmal an. Hi. Du siehst vom Nahen noch hässlicher aus als von der Entfernung. Danke. Wo? Da. Ist da was? Okay. Ja, das darf halt nicht fehlen, ne? Die obligatorischen Lavabecken. Die dürfen nicht fehlen in jedem Spiel. Vor allen Dingen, wenn du in irgendwelchen Orten bist, wie zum Beispiel das Reich der Toten oder Hölle oder sonst irgendwas. Da darf so ein Lavabecken überhaupt nicht fehlen. Kann ja nicht angehen, dass man ein Spiel spielt, wo man im Reich der Toten oder dergleichen ist, aber kein Lavabecken vorhanden ist. Was sind wir denn da? Kühlschrank oder was? Okay, hier geht's irgendwo runter. Oh, was? Ach so, dafür brauche ich dieses eine komische Ding, damit ich in... Damit ich vom Feuer überhaupt kein... What? Wenn ich von Feuer gar keinen Schaden kriege. Das war ein Millimeter. Ich bin da nur mit der Hacke reingekommen vom Schuh. Darf ich mich mal eben selber irgendwo zum Nirvana.
Kann ich da echt nicht rüber? Doch, ich kann da rüber. Die eine Ecke da hinten sah sehr nah aus. Da muss ich doch rüberspringen können. Oder muss ich da allen Ernstes wirklich irgendwie drumrum laufen? Kann man da überhaupt drumrum laufen? Dass ich von hinter diesem Gobi-Gefäß komme? Ja, sag ich doch. Die dunklen Seelen gehören mir. Das hat sich jetzt nicht weiter aufgeladen. Aber ich habe jetzt eine weitere Larve. Was? Jetzt Mittagspause. Lass mal hier dein Geschrei hier weg, ja? Ruhe, hat der Hausmeister gesagt. Ich treffe den nicht. Ich glaube, die Knarre aufzuladen macht nicht wirklich mehr Schaden. Sah jetzt gerade nicht so danach aus. Wer weiß, vielleicht ist das nur ein Hinweis, hey, du kannst den aufladen momentan, aber bringt das nicht wirklich viel, weil dein Schaden dann halt derselbe ist. Erst wenn er verbessert worden ist, dann hast du halt mehr Schaden. Schätze ich mal. Weil ich weiß wirklich jetzt gerade nicht, wo der Unterschied ist. Ich habe, glaube ich, jetzt gerade mal 5-mal aufgeladen geschossen und ich schätze mal, dass ich den 5-mal gerade normal getroffen habe und das sah dann so aus, als würde ich dann gerade nicht wirklich mehr Schaden machen mit den aufgeladenen Schüssen. Das war knapp. Auf was stehe ich hier eigentlich? Ich meine, das werden wahrscheinlich keine Tücher sein, das ist bestimmt Haut, wa? Häuser aus Haut. Und komischerweise auch Holz. Ich weiß ja gar nicht, wo der Holz herkommt. Die Macht der dunklen Seelen. Oh. Ich gebe mich ihr hin. Da hat sich was getan, glaube ich. Oh, jetzt kann ich weiter aufladen. Jetzt kann ich weiter aufladen. Mal gucken, ob das jetzt mehr Damage macht. Ausgesetzt, ich finde einen Gegner. Ah, hier ist wieder so ein komischer Fischkopf. Ich bin jetzt etwas verwirrt. Okay, den habe ich jetzt mit 3 Schuss platt gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Der hat, glaube ich, noch keinen Schaden von mir bekommen. Okay, scheinbar jetzt habe ich wohl mit 4 Treffern. Und wenn die sich wohl hinknien oder bücken, scheinen die wohl kurz vorm Tod zu sein. Vorausgesetzt, die werden auch wirklich sterben. Okay. Aber normal einfach drauf zu feuern, wäre eigentlich irgendwie besser mit der Waffe. Nutze ich wahrscheinlich, wenn dann erst nur dann, wenn man die dann richtig stark aufladen kann, denke ich mir mal.
Ich gehe mal dem Seil entlang. Ich gehe mal dem Seil entlang. Irgendwo wird es ja hingehen hier. Oh, stimmt, warte mal. Ich kann auch da entlang. Warte mal, das ist das. Ist das das? Nee, das ist ein anderer Teil. Was ist dann das hier? Ist das wieder ein Tunnel in einen anderen Bereich? Scheint so. Gott, das ist alles so verwinkelt hier. Und dann hat das Spiel noch nicht mal eine Karte. Geil. Musst du halt wirklich dir alles merken. Oh, verdammt. Also ich scheine auf jeden Fall schneller down zu gehen. Aber dafür musst du die auch kontinuierlich treffen. Wait. Da ist doch eine Anzeige für diese Goldschädel. Der mittlere Ring ist gelb geworden. Ich weiß aber nicht für was. Ah, hier sind schon wieder die. Der braucht aber echt lange zum Sterben. Komm mal her, du Chicken Nugget. Das hat auf jeden Fall kürzer gedauert jetzt. Komm, mach Platsch, ich will deine Energie haben. Oh, hallo. Ciao. Ich bin weg. Irgendjemand werde ich schon da unten killen. Kann zwar nichts sehen, aber irgendwas treffe ich auf jeden Fall. Ich sehe Dinge leuchten. Bin mir zwar nicht sicher, ob das ein Gegner ist, der da leuchtet, aber kann auch sein, dass ich einfach gerade nur in meine Tischlampe reinstarre. Auf jeden Fall leuchtet hier was. Ich hab's. Goldschädel scheinen wohl permanent da zu bleiben. Warte mal, wo war das jetzt gewesen? Ist wohl nicht in diesem Bereich gewesen. Zum Geier habe ich jetzt das Seil da rausfahren lassen. Hier? Maybe. Ach, warte mal, hätte ich jetzt quasi bei dem anderen da auch erstmal dieses Seil benutzen sollen, weil da auch so ein Gobi-Gefäß gewesen ist? Weil ich sehe auch gerade eins. Ich sollte, glaube ich, zurückgehen nochmal.
Seelen gehören mir. Hat sich jetzt was verbessert? Nö. Scheint nicht wirklich der Fall zu sein. Und hier geht's bestimmt weiter, wa? Hi. Ein Torso mit zwei Köpfen. Der nicht viel aushält. Und hinter mir kotzt sich auch noch einer aus, das ist ja schön. Ich schätze mal, hier geht's weiter. Ich glaube, dann sollte ich vielleicht doch lieber zurückgehen. Nicht, dass mir gleich eins dieser Govi-Dinger fehlt. Bin ich da unten rechts schon lang gegangen? Oder bin ich von da gekommen? Kann ich mich hier umgucken? Ich glaube, ich bin von da gekommen. Dann müsste ich eigentlich... Oh, dann müsste ich mal schauen, was da unten rechts ist. Oh, hi. Warum habe ich dich hier? Ich wollte gerade schon sagen, ich komme gerade da raus, wo ich gerade vorgestanden habe. Aber wenn dem so wäre, ne, dann ja, wow. Bin zurückgelatscht, nur um dann vom anderen Eingang hier dann im Kreis zu laufen. Ist hier noch einer? Oh, da oben. Ah, den lasse ich mal. Hi, ich muss mal eben vorbei. Nette Bude? Aber das ist ja echt blöd, wenn man im Wasser ist. Das ist wirklich blöd. Hier kannst du zur Seite laufen und gleichzeitig mit der Kamera dich umsehen. Wenn du im Wasser aber zur Seite läufst, geht das gar nicht. Ich hab's. Oh, da oben ist irgendwas. Ist das dieser komische Schlegel? Wie die Trommel? Und wo bin ich eigentlich hergekommen? Au, lass das. Ach, die kotzen beide einen an. Nicht nur einmal, okay. Doppelter Schaden oder nur einmal Schaden? Ich höre ein Herz. Ist hier so ein Govi-Gefäß? Ah, hey. Die dunklen Seelen gehören mir. Ich hab's. Da unten rechts hat sich aber nichts verbessert. Boah, auf jeden Fall habe ich eins der Seelendinger da mehr. Wo wollte ich lang? Achso, da hinten geht's noch lang. Ja, toll. Super, dass ich schön übers Ziel hinausschieße.
Wobei, warte mal, kann ich nicht auch einfach hier? Wait, das geht nicht? What? Das ist aber bescheuert. Da, 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 da. Sag mal! Ich drück die Leertaste zu spät. Sag mal! Michael, du kannst dich doch mal endlich da an der Kante festhalten, oder nicht? Oder halt so. Ach so. Ich dachte, hier wird eine Rampe oder so. Sein, ich sah gerade Kante. Ah, da war eine Kante an der Felswand. Da hätte ich mich dranhängen können.